Hallo und herzlich willkommen zu Part 10 unseres Let's Play Together Silent Hill 3. Ich bin der Mente. Ich bin der Chaos. Ja, und weil das Part 10 ist, findet ihr am Ende dieses Videos ein paar Outtakes von unseren Aufnahmen. Und ihr könnt einfach dort oben rechts in der Ecke klicken, dann kommt ihr direkt dorthin. Ja, ich bin jetzt wieder dran und wir hatten uns das letzte Mal hier durch die U-Bahn gekämpft. Und zwar in Richtung Bergen Street. Und da wollen wir jetzt auch wieder hin. Nochmal, der liebe Mante spielt heute. Genau. Letztes Mal dabei. Dort lag unsere schöne Zeitung. Über die schollen Treppen sind wir hinabgestiegen ins finsteren U-Bahn-Schacht. Mit den überdimensional großen Mülleimern. Wenn das hier der Falsche richtige Richtung. Weg ist. Falsche Richtung. Ich war doch da, aber da ist kein Tor. Doch, da ist ein. Wie, da ist kein Tor. Kein Tor. Da ist, muss ein Tor sein. Ich bin falsch Nee, du bist gelaufen, falsch glaube ich. gelaufen. Warum läufst du falsch? Keine Ahnung. Ich war verwirrt. Jetzt die andere Richtung, Richtung. Nein, 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 doch einfach wieder hoch. Okay. Jetzt auf die andere Plattform. Andere Seite. Dann gehst du geradeaus den Gang durch und dann unten nach links. Nach links. Treppen. 13. Ricola. Wie viele Treppen sind wir jetzt eigentlich schon hochgelaufen? 13? So, die Hunde sind immer noch tot, das ist nicht schlecht. Links hatten wir ja auch alles eingesammelt. Da ist Bis nur auf den noch. einen da, aber den können wir getrost ignorieren, der tut uns nichts. So. Jetzt müssten wir eigentlich da sein, wo wir hinwollen, oder nicht? Ja, also das letzte Mal hatten wir eigentlich keine Ahnung. Guck dich vielleicht nochmal um. Dass wir wussten. Schau mal, hier ist noch zurück. Da war doch. Was war denn das? Eine Tür. Njau. Keine Angst, du. Da kommt der Zug. Da kommt der Zug, da kommt der Zug. Klappe, 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 klappe. Zu langsam. So soll's sein. Meine Erinnerung doch nicht getrübt. So, also haben wir hier ein Züglein stehen. Können wir mit dem anfangen? Einsteigen. Ja, wenn der Das Tor durch. meinst du? Ja. Oder habe ich den Eingang übersehen? Nein. Komisch. So. Warum muss der Eingang genau auf der anderen Seite da sein? Tja. Das brauchst du mich nicht zu fragen, wenn er da überhaupt ist. Ah. Ich glaube, wir haben den übersehen. Wir müssen den übersehen haben, Da ist doch einer aufgegangen, oder? sonst müssten wir noch mal woanders lang gehen und wieder zur anderen Plattform. Gehe noch mal wieder zurück. Zack. Haben uns alles angeschaut. Okay, das ist schlecht. Also, Geh mal auf die Karte. Ja. das ist da links der Bereich, wo wir Wir müssen müssen. einmal durch und dann bei dem anderen einmal nochmal die Treppe hoch und dann direkt wieder runter. Also jetzt nochmal durchs Tor und dann Ja, die dort Treppe vorne hoch. hin, Die okay. Treppe hoch. Ja. Immer sind es die Treppen.
Wir hier hoch. Gehen möglichst direkt wieder runter. Runter. Da ist ein Lebenstrank, da rechts. Sehen. Natürlich, die letzte Tür. Genau. Warum regt sie sich auf? Sie ist in der U-Bahn. Wo wolltest du doch hin? Ja, aber die U-Bahn ist komisch. Stimmt, da gibt's keine Menschen. Und es gibt nirgendwo, na gut, Strom gibt's noch, aber. Mit Blut. Naja, wenn jetzt Speicherpunkt. Speichern ist nicht schlecht. Ne? Huh. Ich hab gedacht, das Teil will mich jetzt verarschen. Dann nehme ich mal. Nein, den Fußweg. Nehmen wir. Gut, dann haben wir den Fußweg genommen. Ich will die Treppe weg haben. So. So, die können wir ja noch. Die Kollegen hier. Ich glaube, am besten läufst du nicht drauf los. Und bleibst einfach stehen. So, das war ja relativ einfach. Allerdings ist die Gute schon wieder ziemlich fertig. Deswegen würde ich jetzt nochmal einen Heiltrank bei vorhin. Jawohl. So, haben wir hier Items. Okay. So, hier ist es ziemlich dunkel. Warum hat sich die Kamera jetzt gedreht? Ist ja noch gar nichts. Ja, das ist komisch. Hier haben wir wieder so einen. Riesiger. Großer. Und ein kleiner hinten dran. Was. Ich habe wieder starkes Herzklopfen. Weil sich jetzt schon wieder einen Trank reinzuschmeißen wäre, glaube ich, ein bisschen zu früh. Sie hat ja einfach nur Dings erschöpft vom Schlagen. Du hast ja nicht kein Leben verloren, das eine Mal da. Gut. Also wir denken dran, wir sind ganz am Ende des Zuges. Eine leere Saftdose. Das ist nur noch Müll. Da ist wieder eine Zeitung. Wir sind gewesen, müssen bis nach vorne uns durchkämpfen, durcharbeiten. Genau. Und hinten ist eine allerlei Scheiße. Rotpatron. Erste Hilfe. Ein Ding. Das sieht mir aus wie eine Art, wie so eine Art. So ein Halteding. Ah ja, so ein Halteding, genau. Ich hätte es gedacht, das ist irgendwie eine. Glocke. Nein, eine Krücke. Ich hätte jetzt gedacht, das sieht aus wie eine Krücke. Gut, hier haben wir nichts. Dann ist hier eine Zeitung. Und weiter geht's. So. Ist wieder Sonnenraum. Ich könnte meinen, hier würde mich nichts angreifen. Das ist doch so. Aber auch recht. Wenn wir jetzt hier einen ganz dicken wieder haben. Wie hattest du den nochmal bekämpft? Überhaupt nicht. Wie? Weggerannt. Toll, das kann ich jetzt hier aber nicht. Wer ist denn mal der Schrotflinte? Wer hab ich zu benutzen, hat einmal große Reichweite.
vorbeizurennen. Das klappt leider nicht. Er ist zu fett. Tritt mal drauf. Nur Adam. Geht nicht. Ja. Pennt der? Pennt der, ja. Jetzt ist er tot. Stimmt, aber ich komm trotzdem nicht hier lang. Oh, da. Gut. Das war eine gute Idee mit den Geräten. So, die Schrotflinte packe ich jetzt lieber wieder weg. So, langsam aber sicher haben wir bestimmt schon die Hälfte durch. Locker. Ah. Scheint am Ende angekommen zu sein unserer Reise. Viel Spaß bei der Katze. So. Türen sind links aufgegangen. Na gut. Gehen wir hier mal raus. Oh, da ist überhaupt kein... Komisch aus, da ist irgendwie eine... Da ist ein Speicherpunkt. Tatsächlich? Ah, super. Ja, dann können wir hier speichern. Schreiben wir das hier. Treppen, unbekannte Station, ja. Was du ja unbedingt willst. So, ja. Damit beenden wir diesen Part. Und wünschen euch jetzt noch viel Spaß bei den Outtakes. Wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Wir sind Skynix Projects. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Together. Ich bin der Mente. Together. Fick dich. Herzlich willkommen beim Let's Play Together. Was ist daran so lustig? Komm. Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skynix Project, zu Silent Hill 3. Wieder mit dem lieben Mante und dieser jungen, attraktiven 17-jährigen Dame, die irgendwelche Störungen hat, die sich gerne im Kreis dreht. Oh ja. Entschuldigung. Jetzt ist dein Mic an, das ist gut. So. Fick dich. Herzlich willkommen bei neuem. Herzlich willkommen. Oh, das ist scheiß-Ding! Das kommt mit die Outtakes. Nein. Hör auf zu knarzen mit dem scheiß Stu. Mach das nochmal. Hä? Mach das nochmal auf. Was denn? Das Ding? Ja. Warum? Hat man die Maniküre erledigt? Rennen.